Ja, wir sind hier am Wanderparkplatz vom Hohen Neufen. Bei unserer integrierten Leitstelle wurde ein Kletterunfall gemeldet. Der Anrufer hat mitgeteilt, dass mehrere Personen verletzt seien, darunter auch zwei Kinder. Und daraufhin hat die Leitstelle entsprechend Rettungskräfte alarmiert, unter anderem auch die Bergwachten aus Lenningen, die Bergwacht Stuttgart und die Bergwacht Esslingen, sowie parallel auch gleich einen Rettungshubschrauber. Also beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte wurde dann festgestellt, dass es sich nicht um einen klassischen Kletterunfall handelt, sondern es wurde durch einen Kletterer Felsbrocken aus dem Fels herausgelöst. Die sind dann nach unten gefallen und unten wurde eine Frau und ihr Kind von den herabfallenden Steinen dann getroffen und entsprechend verletzt. Ja, also wir haben jetzt hier insgesamt drei verletzte Personen. Wir haben die schwer verletzte Frau, die wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Dann haben wir noch den Sohn mit dazu, der wurde mit einem Rettungswagen transportiert. Und wir haben noch eine leicht verletzte Person, die wurde dann ebenfalls mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Es war so, dass die Verletzten durch die Bergwacht und die Besatzung des Rettungshubschraubers und unseres Notarztes direkt am Fels versorgt wurden. Anschließend wurden die Verletzten dann über Schleifkorb tragender Bergwacht nach unten auf den Waldweg abtransportiert und mit Bergwachtfahrzeugen dann hier hoch an den Parkplatz. Hier wurden sie dann an die Rettungsmittel des Rettungsdienstes übergeben. Also der Unfall ereignet sich an dem ersten Felsen, der zu Fuß erreichbar war. Ist natürlich immer eine gewisse Gefahr für die Einsatzkräfte, wenn man dort hinuntergeht. Für uns heißt es natürlich auch, wir müssen entsprechend Material mitnehmen. Das ist immer sehr sinnvoll, wenn dann auch die Bergwacht sehr schnell mit dazukommt, die unsere Einsatzkräfte sichert. Und gemeinsam konnte dann die Versorgung der Verletzten dort wie üblich professionell und auch sehr schnell abgebildet werden. Also von der Örtlichkeit war es allen Einsatzkräften klar. Wir sind hier ja relativ häufig im Einsatz in der Örtlichkeit hier. Man hat jetzt gesehen, im Einbruch der Dunkelheit hätte es noch etwas schwerer abgehandelt werden können. Von daher waren wir froh, dass wir noch bei Tageslicht den Einsatz abschließen konnten. Ja, also wir waren jetzt hier mit einem Notarzt, mit zwei Rettungswagen, einem Rettungshubschrauber. Es waren die Bergwachten aus Stuttgart, Esslingen und Lenninger Tal hier vor Ort. Die Einsatzkräfte der Bergwacht, das waren 26 mit 5 Fahrzeugen und 10 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes mit 5 Fahrzeugen.